Bei vielen technischen Prozessen ist Wärme- und Stofftransport ein wichtiges Thema. Generell unterscheidet man beim Transport zwischen erzwungenem Transport durch Strömung und freiwilligem Transport durch Konduktion. In einer Heizungsanlage haben wir beide Arten des Transportes. Zum einen wird das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper durch Rohre mit Strömung transportiert. Wie man sagt, durch Konvektion. Zum anderen wird durch den Heizkörper hindurch die Wärme geleitet durch Konduktion. Denn in einem festen Körper ist da gar keine Strömung möglich. Als Ingenieur wollen wir die Transportphänomene quantitativ beschreiben. Wir wollen uns hier auf die Konduktion beschränken. Konduktiver Transport kann mit der Bewegung eines Gegenstandes auf einer schiefen Ebene verglichen werden. Die Geschwindigkeit eines Körpers auf einer schiefen Ebene ist proportional der Steigung. Genauso ist die Geschwindigkeit des konduktiven Transports proportional dem Gradienten der transportverursachenden Größe. Die Proportionalitätskonstante, hier K abgekürzt, kann man im mechanischen Analogon mit der Reibung vergleichen, die zwischen Gegenstand und schiefer Ebene herrscht. Das ist die generelle Transportgleichung des konduktiven Transports. Flussdichte ist proportional Gradient. Wenn wir vom Wärmetransport sprechen, ist die Wärmeflussdichte, also die Wärme pro Fläche und Zeit, proportional dem Temperaturgradienten, also der Änderung der Temperatur mit dem Ort. Die Proportionalitätskonstante heißt Wärmeleitfähigkeit Lambda. Und das negative Vorzeichen entstammt der Konvention, dass der Transport in Richtung einer negativen Steigung, also eines Gefälles, erfolgt. In diesem Beispiel haben wir links ein niedriges Temperaturniveau, rechts ein hohes Temperaturniveau und dazwischen ein lineares Temperaturprofil. Das Gefälle ist also überall gleich groß. Das bedeutet, auch die Wärmeflussdichte ist überall gleich. Der Wärmetransport ist also stationär. Wir haben den Gradienten der transportverursachenden Größe, die T nach dx. Wir haben die Flussdichte, dq durch a dt. Und wir haben die Porositätskonstante minus lambda dazwischen. Wenn der Temperaturgradient nicht überall gleich ist, haben wir instationäre Wärmeleitung. In dem Fall kann sich die Temperatur an einigen Stellen ändern. Dies wird durch das zweite Fourierische Gesetz beschrieben. Ein Temperaturprofil ist Voraussetzung für einen konduktiven Wärmetransport. Von der Steigung dieses Profils hängt die Geschwindigkeit des Transportes ab. Von der Krümmung des Profils hängt die Änderung der Temperatur mit der Zeit ab. Metalle leiten die Wärme sehr gut. Anorganische Materialien leiten die Wärme deutlich schlechter. Gase sind besonders schlechte Wärmeleiter, allerdings müssen sie in Ruhe sein und es darf keine Strömung auftreten. Diese Situation haben wir in idealer Art und Weise in Styropor, bei dem das Gas in kleine Kompartimente eingesperrt ist. Für Gase kann man aus der kinetischen Gastheorie auch eine Formel ableiten, mit der man die Wärmeleitfähigkeit abschätzen kann. Aufgrund des Temperaturgradienten kommen aus der einen Richtung energiereichere Teilchen als aus der anderen Richtung. Die Wärmeleitfähigkeit hängt zusammen mit der Wärmekapazität Cv, mit der Dichte des Gases N durch V, mit der mittleren freien Weglänge und mit der mittleren Geschwindigkeit. Leichte, kleine Teilchen haben also eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit. Verglichen mit Stickstoff ist Wasserstoff viel leichter und viel kleiner, das heißt, es hat die deutlich größere Wärmeleitfähigkeit. Xenon als sehr schweres, voluminöses Gas hat entsprechend eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Eine mit Xenon gefüllte Glühbirne leuchtet deutlich heller auf als eine mit Argon gefüllte Glühbirne, einfach weil die Wärme in der Xenon-Glühbirne schlechter von der Glühwendel wegtransportiert wird. Tatsächlich ist eine Glühbirne eine Art Wärmeleitfähigkeitsdetektor und man nutzt diese Art Detektoren zum Beispiel in Gaschromatographen zum Nachweis verschiedener Gase.
Wärmeleitung ist konduktiver Wärmetransport. Es gilt die allgemeine Transportleitung für die Konduktion. Wir haben einen Temperaturgradienten und wir haben eine Wärmeflussdichte. Die Proportionalitätskonstante nennt sich Wärmeleitfähigkeit Lambda. Das zweite Fourierische Gesetz beschreibt die Temperaturänderung bei nichtstationärem Wärmefluss. Für Gase können wir die Wärmeleitfähigkeit abschätzen. Kleine leichte Gase haben die größte Wärmeleitung.